Wie soll ich sagen? Ich habe ein bisschen was gesehen. Es ist irgendeine Trennscheibe. Also was für ein Winkelschleifer. Ich kenne euch. Vorsicht, Mensch. Speedcutter für Holz. Hey, ich habe ja nichts anderes zu tun. Smooth cut even better than before. Wow. Damn cool. Können wir mal ausprobieren. Finde ich auch nicht so cool, aber für euch mache ich alles. Natürlich funktioniert das. Aber maximale Schnitttiefe, 27 mm, ist halt auch nicht so viel. Reißt halt einfach durch. Was mir aber Angst macht bei der Geschichte ist, wenn das Teil läuft, die Zentrifugalkraft, die Rotationskraft, ich hätte glaube ich schon mal gesagt, gyroskopische Kräfte, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mag ich nicht. Deswegen, für mich, kurzer Test, okay, aber nee. Und ich mache jetzt auch keine Werbung für Bosch, weil da gibt es nämlich was anderes. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ciao.